Hallo, mein Name ist Kilt Kaius und das hier ist Kevin Kupferknospe auf seiner super coolen Wolke. Heute möchte ich euch mal etwas zeigen, was ich zwar in meinem Let's Play schon oft gezeigt habe, aber was trotzdem immer wieder gefragt wird und ich dachte, ich mache mal ein Sondervideo dazu. Und zwar will ich euch zeigen, wie ihr Wizard 101 aus quasi der Ego-Perspektive spielen könnt. Vielen Dank an diesen Tipp damals von der Funtime Angie, die mir das gezeigt hat, weil ich das nämlich in einem ihrer Videos gesehen habe. So, das geht ganz einfach. Zunächst einmal macht ihr hier das Hard Up. Schaltet ihr hier die Anzeigen aus. Das macht ihr, indem ihr Steuerung und G gleichzeitig drückt. Zack, das ist weg. Das eignet sich schon mal super für Screenshots. So, und jetzt scrollt ihr mit dem Mausrad ganz nah an den Charakter dran. So weit wie es geht, weiter geht's nicht. Jetzt geht ihr ein Stückchen nach hinten und seht, dass der in dem Moment ganz aus dem Bild verschwindet, ne? So, weg ist er. Aber er kommt ja sofort wieder. Und das verhindert ihr einfach, indem ihr dann die linke Maustaste gedrückt haltet, sobald er aus dem Bild raus ist. Also jetzt. So, jetzt können wir uns umgucken. Und wenn wir jetzt die Pfeiltasten oder die WASD-Tasten benutzen, können wir nach vorne, nach links, nach rechts und ja, das Spiel in der Ego-Perspektive spielen. Wirklich bequem zum Spielen ist es nicht, denn die Steuerung ist nicht wirklich darauf ausgelegt. Ne? Das kann ich euch mal zeigen, wenn wir es groß machen. So, ich halte jetzt die linke Maustaste gedrückt und wie ich mich dann bewege, seht ihr hier. Ja, das ist cool. Aber die Kamera folgt nicht immer dem Rücken des Charakters. Nicht so wie jetzt. Und wenn ich jetzt dran zoome und ja, die Maus gedrückt halte, dann bewegt sich der Charakter halt um die eigene Achse. Und die Kamera bleibt aber so in der Richtung, ja, wie ihr die Maus haltet. Und sie folgt nicht dem Gesicht des Charakters. Das macht das Spielen an sich ein bisschen schwierig. Hi. Aber ist auf jeden Fall cool für ein paar gute Videoeinlagen, für ein paar coole Moves für Videos oder für ein paar nette Screenshots. Ne? So nah kommt man nämlich den Charakteren in der Regel nicht. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Das war's schon. Zum Schluss gibt es noch ein paar Impressionen aus der Ego-Perspektive. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin Kilt Kaius. Ihr dürft diesen Kanal gern abonnieren und empfehlt ihn allen Leuten weiter. Macht es gut und tschüss.